Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen How to Landmark. Heute soll es um das Smooth Tool gehen. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Wir schauen uns jetzt mal so nach und nach an, wie man mit dem Smooth Tool umgeht und was passiert. Ich habe ja schon mit dem Smooth Tool etwas genauere Sachen gezeigt bezüglich hier Mini- und Mikrovoxel und so weiter. Alles, was damit zu tun hat. Also da haben wir das schon an verschiedenen Stellen eingesetzt. Ich wollte mir jetzt mit euch nochmal etwas genauer angucken, was passiert, was habe ich zu erwarten, wenn ich Teile oder ganze Strukturen smoothe. Beispielsweise habe ich hier so eine kleine T-Formation aufgebaut. Und wenn ich jetzt den Voxel dort in der Mitte des Ts smoothe, dann seht ihr, es passieren verschiedene Dinge. Also, zum einen wird der Voxel hier schmaler. Moment, ich mach mal das Smooth Tool aus, dann kann man besser sehen wahrscheinlich. Er wird hier an einer Seite schmaler und an der anderen Seite ebenfalls. Außerdem wird die Höhe reduziert, wie wir sehen. Die Voxel links und rechts daneben passen sich entsprechend an und werden sozusagen mit reingezogen. Ähnliches gilt für den Voxel unten. Der Voxel unten sorgt dafür, dass der hier immer noch eine Verbindung besteht und deswegen der Voxel nicht da auch kleiner wird. Also der wird nur links, rechts und oben kleiner sozusagen, aber nicht auf der Seite und auf der Seite und auch nicht unten. Wenn wir jetzt nochmal smoothen, gleicher Effekt, wird nur krasser und das können wir jetzt noch ein paar Mal machen, bis der Voxel verschwindet. Jetzt ist der Voxel weg. Die anderen beiden Voxel hier und dort und der Voxel darunter haben sich entsprechend angepasst. Der Voxel ist jetzt hier tatsächlich einfach verschwunden. Also wenn ich jetzt hier mal die Auswahl, das Stück Voxel hier ist tatsächlich weg. Es ist leer. Führen zwar immer noch Verbindungen durch, aber der Voxel hier hat jetzt einen Luftwert bekommen. Das ist, besteht also nicht mehr aus der Erde. Ich kann also auch Sachen wegsmoothen, dann sind die tatsächlich weg. Aber wenn man genau darauf geachtet hat, konnte man sehen, dass ich dann in dem Moment auch Dirt dazu bekommen habe. Der Voxel ist dann auch wieder in mein Inventory zurückgegangen. Die anderen Voxel sehen immer noch so schräg aus. Ich habe die Voxel jetzt entsprechend umgeformt. Da sie sich sozusagen an den letzten Punkt anpassen, an der Voxel noch existiert. Die wussten, da gibt es noch eine Verbindung nach hier unten. Also kriegen die diese witzige kleine Formation. Und sowas kann ich natürlich auch ausnutzen. Ich kann jetzt diesen Voxel hier kopieren und einfügen, um damit entsprechende, na, warte mal, jetzt ein kleiner Voxel, komm her, Moment, wo bist du denn? Da. Lass dich mal etwas näher, näher ist hier lang, komm her, etwas näher bringen. Wenn ich diesen Voxel jetzt hier einfüge, von mir aus ein paar Mal, ah, das war doof, da wollte ich den eigentlich nicht hinhaben, dann kann ich damit auch entsprechende Verzierung und ähnliches machen. Der Voxel wurde manipuliert, obwohl ich den Voxel daneben gefußt habe und kann auf diese Weise ganz interessante Formate hinkriegen und mit denen dann auch wieder spielen. Was anders sieht es aus, wenn ich jetzt nicht nur einen einzelnen Voxel smoothe, sondern mehr. Ich mache jetzt mal den Smooth so groß, dass ich im Grunde genau, das sind 8 Voxel müssten das sein. Lass mich das kurz testen. Na komm, wo ist der? Wo ist der Voxel? Es sind 8 Voxel, wenn wir das mal so sehen. Ne, das ist jetzt ein Voxel. Und wir haben insgesamt 8 Stück davon in einem Kubus angeordnet. Das Smooth Tool brauchen wir jetzt nicht. Achso. Das Smooth Tool brauchen wir. Wir brauchen nicht das Selection Tool. Normale Einstellung, nur ein Voxel selektiert. So habe ich alle 8 Voxel drin im Smooth. Und zack, sind sie weg. Beim dritten Smoothen sind sie raus. Ich habe alle 8 zurückbekommen. Die werden nicht so richtig kugelförmig, aber näherungsweise. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal eine Stufe größer mache, wieso habe ich denn hier immer so eine große Selection? So. Na, komm her. Einfach da. Ich nehme die Selection jetzt in alle Richtungen eins größer, als sie eigentlich notwendig wäre. So, unten noch. Zack. Das ist jetzt also in allen Richtungen ein Voxel mehr als der Dreck, den wir dort platziert haben.
Wenn ich das jetzt smoothe, bekomme ich vor allen Dingen am Rand sehr viel rundere Strukturen. Ah, immer noch, bei einem Smoothen noch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schon, geht schon mehr stärker in die Richtung. Und wenn ich das jetzt zwei, dreimal mache, ja, jetzt habe ich dreimal gesmoothed. Jetzt habe ich etwas, was schon näherungsweise kugelförmig ist. Jetzt kann ich natürlich sagen, wofür den Scheiß? Ich kann ja auch mein Tool hier auf Kugel stellen und damit dann entsprechend auch Kugeln machen. Natürlich, aber ich kann hiermit ja auch Zwischenstufen machen. Das ist dann nicht unbedingt immer eine komplette Kugel, sondern irgendwelche Vorformen von Kugeln, nicht absolut rund. Das kann einmal interessant sein. Zum anderen kann ich jetzt hier auch Teile davon ausschneiden. Eine mittlere Schiene, also jetzt ist natürlich Mitte ist jetzt nicht so viel her, weil ich habe ja 4x4 Voxel gemacht, aber lass mich trotzdem mal hier so ein Mittelding ausschneiden, Copy-Paste und ja. Ja, also da kriegen wir so eine, also das könnten wir jetzt zum Beispiel in irgendeiner Fäule, in irgendeiner Weise flach auf den Boden legen, um es als Sockel zu verwenden oder ähnliches. Also da kann man durchaus ein paar Sachen mitmachen. Muss allerdings aufpassen, die so manipulierten Voxel verhalten sich an einigen Stellen nicht ganz so, wie man es gerne hätte. Das ist jetzt zum Beispiel deutlich breiter als nur ein Voxel, den ich da ausgeschnitten habe. Smooth Tool rundet also erstmal grundsätzlich. Was hat das für Auswirkungen auf, in Anführungsstrichen, komplexere Gebilde? Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das hier auch alles drin habe. Wir smoothen das mal so. Wir lassen also hier oben die vier, lassen wir raus aus dem Smooth-Bereich und nehmen nur den Teil darunter. Und wenn wir jetzt das erste Mal Smooth gemacht haben, dann sehen wir, die Sachen werden angepasst. Hier in der Mitte zum Beispiel passiert nicht besonders viel. Da das nur einzelne Voxel sind, hat der Algorithmus nicht viele Möglichkeiten, da zu glätten. Das Größte, was passiert, ist hier unten und hier oben bei dem Brett. Das Ende hier wurde glatter. Das sind so die größten Anpassungen, die wir da erhalten. So. Ich nehme das nochmal und mache jetzt noch einen zweiten Schritt. Ähnliches Bild. Die Teile werden kleiner, Ecken werden etwas gerundeter. Wenn ich das jetzt nochmal mache, müsste der Voxel hier am Ende inzwischen, der sollte verschwinden eigentlich. Ja, ich habe auf jeden Fall Dirt bekommen. Der ist nicht der einzige, der verschwunden ist. Das mal seht, also kann man ein bisschen schwer nachvollziehen, aber der letzte Voxel hier ist jetzt weg. Auch unten sind ein paar Voxel weggerädert. Man sieht, wie sich das dann unterschiedlich verhält. Hier oben die Voxel sind ja geblieben. Die hatte ich nicht gesmoothed. Die Voxel darunter haben sich jetzt entsprechend angepasst, weil die an den Seiten deutlich verkleinert wurden. Die sind im Grunde rausgerechnet. Die Voxel in der Mitte konnten nicht komplett weggerechnet werden, weil sie mit den anderen Voxeln noch zu verbunden sind, zu viele Verbindungen und so weiter. Deswegen bleiben die bestehen, auch wenn sie jetzt ganz flach und nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Wir sehen das hier, wo nur noch so eine kleine Platte ist übrig. Das ist natürlich von der Idee her so ein bisschen wie die Mikrovoxel- und Minivoxel-Techniken. Also sowas kriegt man mit dem Smooth-Tool halt auch hin. Auch sowas kann ich dann wieder, gut, jetzt nicht gerade an die Wand, aber das kann ich natürlich hier an die Wand klatschen. Mal kurz gucken, dass ich hier auch. Da ist zu viel, da ist zu wenig, da sind wir an der Wand. Ja, wenn ich das hier an die Wand klatsche, dann geht die Wand ein bisschen nach vorne, weil die Voxel hier versuchen, sich mit dem neuen Voxelfreund zu verbinden. Und ich erhalte auf die Weise könnte ich jetzt irgendwelche Formen von Kunstwerken an die Wand klatschen, indem ich da mehrere entsprechend flache Voxel aneinander haue und so weiter. Die Form eines solchen Voxels lässt sich fast beliebig manipulieren, je nachdem, wo ich Grenzen lasse, wo ich smoothe, wo ich nicht smoothe, wo ich Umgebungsvoxel einbeziehe oder nicht. Smooth Tool, sehr mächtig. Wenn man genau aufpasst, kriegt man auch eine recht genaue Vorstellung davon, was passieren wird, wenn man den nächsten Smooth-Schritt macht und weiß, wann ein Voxel verschwindet, beziehungsweise wann der Voxel einfach da bleibt. Der Voxel lässt sich hier einfach nicht wegmachen, weil oben und drüber und drunter Verbindungsvoxel das Ding festhalten. Der Voxel hier ist weg.
Ja, all solche Sachen kann man durch ein bisschen ausprobieren natürlich und ein bisschen vorausschauendes Planen, wie und was man abrunden möchte, sehr gut hinbekommen. Kann damit extrem interessante Sachen machen, also solche Formationen, wenn man die jetzt nicht gerade in Dreck, sondern in Stein macht oder ähnliches, machen sich sicherlich gut irgendwo an der Unterkante von Mauern oder als Abstandhalter oder. Aufzupassen ist allerdings, dass man dann, nachdem man sowas platziert hat, hier vor nicht weitere Voxel platziert, denn wenn ich jetzt einen Voxel platziere, wird sich der Voxel rechts davon, der diese schöne Hakenform hat, sofort umdrehen. Also nicht umdrehen, der wird halt umgestaltet. Und im Grunde hier wieder fast, oder nicht nur fast, der wird komplett wieder aufgebaut. Der ist komplett normaler Voxel, weil der Partner, den ich ja hier mal weggesmoothed hatte und weswegen er diese coole Form hatte, den habe ich ja praktisch wieder hergestellt, indem ich einen neuen gesetzt habe, und er wird komplett angepasst. Ich hoffe, das war ein bisschen lehrreich über den Umgang mit dem Smooth-Tool, worauf man an welchen Stellen achten muss. Ich hoffe, das bringt den einen oder anderen vielleicht hin und wieder etwas weiter, dass man sieht, was man da tut und vorher weiß, was passieren wird und nicht überrascht ist, wenn es dann passiert. Wenn es euch gefallen hat, like und subscribe. Wenn ihr Anregungen, Tipps oder Wünsche habt für weitere Tutorials, schreibt es in die Kommentare, ist alles gern gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, keep on happy playing.